Es ist 7:30 Uhr. Schön, dass Sie da sind. Ihr seid ins Frühstücksfernsehen. Guten Morgen. Verliebt, verheiratet, verprügelt. Gloria ist Opfer häuslicher Gewalt. Regelmäßig wird sie von ihrem damaligen Ehemann geschlagen. Sie schafft den Absprung und spricht mittlerweile ganz offen, um anderen Frauen Mut zu machen. Unbeschwert ihre Freiheit genießen. Das konnte die 35-jährige Gloria Morena lange Zeit nicht. Das Selbstbewusstsein, das sie heute hat, musste sie sich hart erkämpfen. Denn Gloria wurde jahrelang von ihrem Ehemann geschlagen. Ich war grün, blau, ich war eine Gehirnerschütterung gehabt, also wirklich das volle, überall Blutergüsse gehabt, also ganz schlimm. Und einmal habe ich zurückgehauen. Da sah ich hinterher aber wirklich auch aus, als ob mich ein Bus überfahren hätte. Mit 16 lernt Gloria ihren Mann kennen. 2 Jahre später ist sie von ihm schwanger. Was als Romanze beginnt, wird zum Albtraum. Ihr Mann benutzt die Schwangerschaft als Grund, Gloria von ihrem Umfeld abzukapseln. Bei einer Meinungsverschiedenheit wird er zum ersten Mal gewalttätig. Da hat er mir halt wirklich volle Wucht ins Gesicht geschlagen und hat dann aber hinterher mehr geweint wie ich. Da hatte ich so, oh Gott, der Arme. Also wirklich, das war in meinem Kopf so, oh Gott, warum weint er jetzt? Und dann hat er gesagt, es tut ihm so leid und er wollte das gar nicht. Und ich hätte ihn aber dazu gebracht und er macht es auch nie wieder. Ihr Mann droht, Gloria oder ihrer Familie etwas anzutun, wenn sie ihn verlässt. Und es kommt noch schlimmer. Da war ich im 7. Monat schwanger, da hat er mich als Beispiel, hat er mir mit dem Fuß in den Rücken getreten, sodass ich die letzten Stufen runtergefallen bin. Da bin ich dann auch direkt zum Frauenarzt. Und weil das war das Erste, wo ich richtig Sorge hatte, dass ich mein Kind vielleicht verloren habe. Nur wenige Tage nach der Geburt macht er auch vor Sohn Romeo nicht Halt. Das ist der Moment, in dem Gloria gemeinsam mit ihrem Baby die Flucht ins Frauenhaus ergreift. Mittlerweile ist sie glückliche Mutter von 2 Söhnen. Sohn Noel stammt aus einer späteren Beziehung. Gemeinsam verarbeitet die Familie diese schwere Zeit auch noch bis heute. Also ich bin, um ehrlich zu sein, bin ich sogar relativ stolz auf sie, dass sie so offen darüber reden kann, weil ich glaube, nicht jeder kann das. Aber ich würde sagen, das ist einfach ein Teil von uns. Wir schämen uns nicht dafür. Doch Gloria ist nicht nur für ihre Familie da. Während ihrer Zeit im Frauenhaus lernt sie eine junge Frau kennen, die mit einem gewalttätigen Vater zu kämpfen hat. Seitdem verbindet die Frau nicht nur ihre Vergangenheit, sondern auch eine tiefe Freundschaft. Zu ihrer eigenen Sicherheit haben wir die Frau unkenntlich gemacht. Glorias Freundschaft bedeutet mir sehr viel. Sie ist sehr hilfsbereit, immer für einen da. Und ich finde es ganz toll, dass sie sich so dafür einsetzt, anderen Frauen zu helfen, die in der gleichen Situation waren. Denn Gloria hat ihre Geschichte mit einem Podcast öffentlich gemacht. Geld nimmt sie dafür nicht. Sie berichtet über ihre Vergangenheit und nutzt ihr Know-how, um Betroffene zu unterstützen. Zum Beispiel mit Informationen, welche Fördergelder es gibt und welche Gesetze für sie greifen. Außerdem führt sie Interviews mit der Polizei und Frauenhäusern. Ich mache jetzt heute eine Folge über gerade aktuelle betroffene Frauen vom Frauenhaus. Ja, dann hat mir die Leitung gesagt, dass es aktuell recht schwierig ist. Und das fand ich natürlich sehr schade und habe dann auch gleich gefragt, warum. Und dann hat sie eben gesagt, dass fast auf alle Frauen gerade aktuell ein Kopfgeld ausgesetzt wurde. Und das fand ich sehr, sehr erschreckend, weil ich sowas bislang auch immer nur irgendwie aus Filmen kannte. Der Podcast ist für mich tatsächlich eine Herzensangelegenheit. Wenn ich denen damit irgendwie helfen kann und sie vielleicht eben auch vor Fehlern, die ich gemacht habe, weil ich es nicht besser wusste, bewahren kann, dann war es das eigentlich, dann war es das schon wert. Damit häusliche Gewalt noch mehr Aufmerksamkeit bekommt, hat Gloria einen Stammtisch ins Leben gerufen. Hier kommen heute eine Schülervertreterin, eine Gleichstellungsbeauftragte der Stadt und Medienvertreterinnen zusammen. Denn Gewalt fängt schon verbal an und ist ein Thema, das die komplette Familie betrifft. Es muss in der Öffentlichkeit angesprochen werden, es muss sich Verhör geschafft werden. Menschen müssen wissen, was hinter verschlossenen Türen passiert. Was ich einfach so wichtig finde, ist, dass Frauen endlich verstehen, dass sie nicht schuld sind, wenn sie Gewalt erfahren. Und Frauen sich dann eben vielleicht nicht mehr so isoliert fühlen und wissen, dass sie damit eben nicht alleine sind. Gloria hofft, dass durch ihre öffentliche Arbeit noch viele Frauen aus einem Leben voller Gewalt ausbrechen und so wie sie ein freies und selbstbestimmtes Leben führen können.